Tag zusammen. Glück auf, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, liebe Pottis, Uris, Pöttler und Rest von der Welt. Herzlich willkommen in Pottanandas Pottstudio. Trekkingnahrung im Test. Wie schmeckt die Outdoor-Küche? Die Frage habe ich gestern in einem Video gestellt und würde das heute sehr, sehr gerne mal in die Praxis umsetzen. Und zwar bin ich sehr gespannt, was Wanderwegzehrung wirklich kann und vor allen Dingen, wie es schmeckt. Paket liegt bereit, Wasserkocher ist angeschlossen und dann machen wir einfach mal den ultimativen Praxistest. Was kann die Trekkingnahrung? Auf geht's. 400 Milliliter Wasser, das kriege ich gerade noch hin. So. Machen wir das mal nicht frei Schnauze. Pass auf, hier so. Zack. Ein Schuss noch. Und ab geht's. So. Ja, jetzt wäre Zeit für ein kleines bisschen Werbung oder Überbrückungsmusik oder sonstiges. Ich gehe einfach noch mal ein bisschen raus und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Jo, das ging jetzt mal schnell. 400 Milliliter Wasser ist schon was anderes, mit dem Wasserkocher heiß zu machen, als auf der Flamme. So, dann geht los. Also, ja, herrlich. Überall schon Krümel, das liebe ich ja schon mal. Wenn man da mal so reinguckt, boah, Kidneybohnen sehe ich und allerlei Pulver. Dann machen wir das jetzt mal wie beschrieben. Schon ein bisschen komisch, ne? Das Wasser einfach da in die Tüte rein. Heiß, heiß, heiß. Wow. Umrühren. Also da gibt jetzt Chili con Carne noch mal zur Erinnerung. Rühre das noch mal ein bisschen um hier und dann lassen wir das mal ein paar Minuten stehen. Zack. Achso, vielleicht wollte ich noch mal reingucken. Hier. Ja, okay. Keine weiteren Kommentare. Wie das aussieht, das könnt ihr euch vielleicht, schreibt mir einfach in die Kommentare rein. Da hat ja jeder so seine ganz eigenen Assoziationen, ne? So, dann. Jo, dann steht hier drauf, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Geschlossen ist auch. Wassermenge, glaube ich, war da auch richtig, ne? Ja. Ja. Ich bin mal so unsicher beim Kochen. Ich koche ja gar nicht. Also, warten wir einfach mal ab, ein paar Minuten. Und dann verköstigen wir das einfach mal. Ich bin total gespannt. Ihr hoffentlich auch. Ich gönne noch mal ein bisschen raus. Bis dahin. So, Essen ist fertig. Pottananda macht den ultimativen Pottcheck. Warme Wanderwegzehrung. Wie schmeckt das Outdoor-Essen? Nach 10 Minuten Standzeit soll es jetzt verzehrfertig sein. Hier. Einfach mal. Ja. Okay. Darf jeder frei assoziieren. Also, guten Appetit. Testen wir mal. Das soll jetzt Chili con Carne sein. Boah. Würzig auf jeden Fall. Also, und jede Menge
jede Menge Würzpulver drin. Kidneybohnen kann ich erkennen, den Rest nicht. Es hat eine. Boah. Also, wenn man hungrig genug ist, kann man das sicherlich essen. Aber. Also, ich bin jede Menge Fertigfutter, glaube ich, gewohnt. Und ich weiß, wie ich mich danach immer fühle. Deswegen esse ich das jetzt wahrscheinlich nicht ganz auf und ich frage mal die Nachbarin, ob ich nicht noch Appetit habe. Ja, also Chili con Carne aus dem Pott würde ich jetzt vorziehen. Aber wenn man mal so unterwegs was Warmes will und man ein paar Kalorien braucht, dann darf man jetzt nicht nach dem Aussehen gehen. Der Geschmack ist, naja, es ist auf jeden Fall würzig, es ist jede Menge Chemie da drin. Das macht das Ganze haltbar, das ist ultra light. Kann man mal für eine Notration dabei haben, aber ich sag mal so, ich würde mich jetzt nicht ne. Ich müsste mich jetzt nicht dauerhaft davon ernähren. Ich sag mal so, ich lasse mal was übrig und dann gucke ich mal, ob die Nachbarin noch zu Hause ist, ne? Kann man auf jeden Fall wieder verschließen, ist auch nicht schlecht. Okay, das war auch schon wieder Travel Lunch im Test Trekkingnahrung. Wie schmeckt die Wanderwegzehrung? Ja, da gibt es sicherlich viele Geschmacksrichtungen. Ja, wie ist das Fazit? Das schmeckt sicherlich jetzt nicht unbedingt wie Chili con Carne. Sieht auch nicht so aus, sondern hat was wie wie schon mal gegessen. Naja, ich möchte jetzt da nicht unfair sein. Für unterwegs macht es reichen. Aber ja, belassen wir dabei. Das ist auf jeden Fall meine Alternative, wenn man mal unterwegs ist und ein kleines bisschen was Warmes möchte und nicht immer nur auf Stullen. So, ich reiche das Ganze mal weiter. da muss man ja nicht wegschmeißen. Bis dahin. Euer Strömi von Porteinander und vergesst das Rausgehen nicht. Nehmt euch was Anständiges mit zu essen auf dem Weg und ja, bis die Tage. Ciao. Jo, Nachbarin war vor Ort. Habe ich noch einen dankbaren Abnehmer gefunden. Da sagt die tatsächlich, das schmeckt. Und das ist besser als so eine 5-Minuten-Terrine. Ja. Also man darf jetzt wirklich nicht nach dem Aussehen gehen. Ne? Da ist so ein kleines bisschen, sieht aus wie Erbrochenes vielleicht. Aber es füllt auf jeden Fall den Magen.